So, hallo und willkommen bei Arriving Home. Ich bin der André. Ich bin Dominik, hi. Geht los, Freunde. King, Le King, Burger King, Burger King, hieß der eigentlich immer King oder hatte der auch irgendwelche Arbeitstitel, die mir jetzt gerade nicht... Er hatte Arbeitstitel, die ich aus Verschleierungsgründen hier aber nicht... unter der Gürtellinie. Die waren nicht unter der Gürtellinie, aber die waren noch deutlicher ein Zeichen dafür, haben noch deutlicher umschrieben, worum es inhaltlich geht. Okay. Also ich denke, erklär doch mal. Ich denke, wenn man sich die Lyrics durchliest, was ihr könnt, weil wir ein Booklet haben in unserem Album, was ihr jetzt käuflich erwerben könnt. Unter diesem Link. Oder hier. Oder da. Oder hier. Weil es hat noch mehr umschrieben, worum es geht. So, ne, es geht, das ist wieder mal einer der etwas gesellschaftskritischeren Songs. Wobei ja schon wie ich gesagt habe, dass alles, was irgendeine Form von Gesellschaftskritik, mein Gott, bei uns irgendwie thematisiert, versuche ich immer, zumindest mit so einem Twist oder so einem Kameradreh auf den Erzähler zu versehen, weil ich es immer schwierig finde, so mit so einem Fingerzeig irgendwelche Sachen herauszuposaunen, wo es aber dann keine Interaktion gibt. Ich schreie es ja jemandem ins Gesicht, der andere hat ja gar keine Chance, darauf zu reagieren. Deswegen versuche ich immer dazu ein bisschen auch nochmal umzudrehen und klarzustellen, dass ich mich jetzt nicht für denjenigen halte, der der Meinung ist, er müsste jetzt darüber urteilen oder er hat jetzt gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen und erklärt den anderen, wie die Welt funktioniert. Aber bei dem Fall geht es ein bisschen, in dem Song geht es tatsächlich so ein bisschen um Gesellschaftskritik und um die Wahrnehmung, Die eigene Wahrnehmung im Umgang mit anderen Menschen und in der Wertschätzung von dem, was andere Menschen leisten, was andere Menschen vielleicht auch im beruflichen Sinne irgendwie bringen, wie man mit Dienstleistern umgeht, wie man generell im Zwischenmenschlichen miteinander umgeht. Und das versucht das so ein bisschen zu beleuchten. Und der King ist halt eben derjenige, der für den King hält. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, André ist im wahren Leben außerhalb der Band der Erzieher. Genau. Ich bin Domino. Oh. Dominos. Ich arbeite mit Dominos. Er liefert aus. Ja, ich glaube, ich persönlich finde King vom Song her sehr interessant. Einfach da, der ähnelt sich so ein bisschen zu dem, was ich bei My Pride gesagt habe, dass er halt eben nicht diese vorhersehbare Struktur hat mit geschauteten Strophen und cleanen Refrain, sondern einfach, dass auf einfach auf einem Blastbeat clean gesungen wird. So, ich glaube, das machen wenige Bands. Ich glaube, das ist auch so eine Idee, die im Studio, glaube ich, entstanden ist, weil man sich dann rumwechselt. Ja, die Idee ist schon relativ früh entstanden, schon bevor wir im Studio waren. Ein Stilmittel, mit dem zu Howard Jones Zeiten Killswitch gerne gespielt hat. So dieser Kontrast aus verschiedenen Blickwinkeln, sodass man diesen Knüppelblast hat, wo dann über Clean drüber gesungen wird. Und das passte in dem Moment irgendwie geil. Als du damals so diesen Blast, diesen Part dazu gespielt hast, habe ich gedacht, so, um das aufzubrechen, wäre es halt irgendwie geil, wenn man da so einen clean Part drüber hat. Hatte natürlich, wurde im Studio dann natürlich verfeinert. Wenn man sich mal die alte Version davon anhört, kann der Steve ja vielleicht mal hier irgendwie einbauen. Ist im Studio viel passiert, damit es so wurde, wie es jetzt am Ende ist. Aber die Idee fand ich nur, die gab es halt schon länger.
Und das ist ein gutes Beispiel, dass ich mir absolut nicht vorstellen könnte, wie dort im Refrain clean gesungen wird. Also es zeigt einfach, dass man gar nicht so ein Schema F haben kann oder sollte. Also ging da auch, also ich hab's, es gibt auch da von zig Versionen, wo ich versucht habe, verschiedene clean Parts da im Refrain zu singen, die alle unfassbar scheiße klingen. Ich hoffe, davon gibt es keine Aufnahmen mehr. Auch in Zusammenarbeit mit Timo, ich hab da kurz drüber gequatscht mit ihm, ob er da irgendwie Cleanes fühlt, aber da irgendwann sagt er ganz ehrlich, so wie es ist, genau richtig. So ist es. Ich finde find das Musikvideo interessant. Interessant mit ganz großen Anführungszeichen. Ja. Weil ich glaube, ich spreche dafür die gesamte Band, die sagt, das ist von den Musikvideos, die wir bislang veröffentlicht haben, so eher das Schwächste. Das Schwächste ist, genau. Es klingt sehr hart, was nicht unbedingt so heißt, dass wir nicht dazu stehen. Ganz im Gegenteil. Alles okay, alles super. Aber ich glaube, so im Vergleich dazu, wir waren, glaube ich, an einem Punkt bei den insgesamt 6 Singles, die wir rausgebracht haben mit Musikvideo, dass wir an dem Punkt waren, was machen wir jetzt eigentlich? Bei so einem Musikvideo muss man ja sehr viel im Voraus planen. Die Story, ist es ein Performance-Video oder braucht man, gibt es eine Story? Wenn es eine Story gibt, haben wir Darsteller oder versucht man es irgendwie mit den Bandmitgliedern? Wo drehen wir eigentlich? Mit wem drehen wir eigentlich? Also welche Produzenten? Und all diese Fragen muss man sich im Vorfeld irgendwie überlegen. Und ich glaube, wir waren bei King am meisten am struggeln, was wir eigentlich... Wir waren blauäugig. Wir hatten eigentlich eine klare Idee, was umgesetzt werden sollte. Die Ursprungsidee war ja, deswegen sind wir in dieser Location gelandet, wo wir dann am Ende gedreht haben, in so einem kleinen Theater, so ein Hobby-Theater, glaube ich, ist das, wie auch so mit so 3 Stuhlreihen, wo dann Leute eben quasi so eine Kleinkunstbühne quasi in Wörter. Nee, das ist in Witten. In Witten. Nee. Die Grundidee war, dass wir so eine Art kleines Kammerspiel aufführen. Mit einer Bühne, wo ein Vorhang aufgeht, wo dann diese einzelnen Szenen, diese einzelnen zwischenmenschlichen Szenen, wo Leute irgendwie ihr Gegenüber unangenehm behandeln, so ein bisschen thematisiert werden. Es sollte so eine Szene geben, wo jemand im Restaurant ist und sich dem Kellner gegenüber grauenhaft verhält. Und es sollte so eine Szene geben aus einer Ehe, wo man so einen Konflikt hatte. Immer so mit Vorhang auf, Vorhang zu. Das war so die Grundidee. Deswegen haben wir nach so einem Theater gesucht. Aber irgendwie lesen sich dann in dieser Kürze der Zeit, die wir dann auf einmal nur noch hatten, und dem immer mehr schwindenden Budget, weil wir inzwischen so viele Sachen ausgegeben hatten, war die Möglichkeiten einfach gar nicht mehr da. Wir hatten kein Geld mehr für den Bühnenbau, wir konnten nicht diese ganzen Requisiten ranschaffen, wir hätten Jörg und Weiß hier viele Bühnen bauen müssen, wir hätten eigentlich auch Schauspieler haben müssen, weil es auch noch Bandszenen geben sollte, die es ja jetzt bei King gibt, aber die sollte es eben auch geben. Und es fand sich keine Location. Man war irgendwann auch so ein bisschen in der gesamten Kommunikation untereinander, war die Kompromissbereitschaft in vielen Bereichen nicht mehr ganz so gegeben. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie durchziehen und sind dann da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind. Das, was rausgekommen ist, ist, ich glaube, das kann man so sagen, am Ende das Beste, was wir aus dem machen konnten, was uns da in dem Moment dann zur Verfügung gestanden. Ja. Aber wir haben es... Wir haben gelernt, wie man es in Zukunft definitiv nicht mehr machen sollte. Ich glaube, was für mein Empfinden ist es so, dass die Band-Performance das Musikvideo so ein bisschen gerettet hat. Genau. Also am Ende hätte die gereicht. Ja. Mit dem, was wir da zur Verfügung hatten, hätte die fast gereicht. Ja, ich finde auch. Und hinzu kommt zu all dem, was du gerade gesagt hast, dass es das erste Video war, das wir mit einem für uns damals neuen Musikproduzenten gedreht haben, nämlich mit Sebastian Stumpke.
Und das ist dann auch nochmal, man lernte sich an dem Tag kennen, ne? Genau. Man hat vorher vielleicht ein paar Termine abgesprochen und ein paar E-Mails hin und her geschrieben, aber das spielt eine ganz elementare Rolle, ob die Chemie eigentlich stimmt. Und das merkst du dann, dass es ist dann Glück gewesen, dass es gefunkt hat. Ne? Es war aber einfach von der, von dem, was wir vorhatten, was gemacht werden sollte, sind wir zu blauäugig rangegangen und haben es zu wenig vorbereitet. Also es gab zu viele Situationen an diesem Tag, wo wir gesagt haben, okay, das klappt doch so dann doch. Also auch diese Thematik mit dem Beamer haben wir uns ja komplett anders vorgestellt. So, es sollte eigentlich aussehen wie bei den Großen, dass man im Hintergrund eine riesengroße Leinwand hat, wo diese Sachen dann drauf projiziert wurden, stellten dann aber in dieser Location fest, dass wir gar nicht genug in die Tiefe können und der Raum gar nicht hoch genug ist, um dieses Bild überhaupt darzustellen. Man musste uns dann dafür entscheiden, dass wir auf ein Close-Up gehen oder auf eine sehr nahe Aufnahme, wo dann diese Schriften auf uns projiziert wurden. Weil am Ende dann irgendwie doch scheiße aussah. Ich glaube, für alle Beteiligten war der größte Pain, wie oft wir das Falschgeld aufsammeln mussten vom Boden. Weil man die Einzelshots im Video... ich glaube, jedes Bandmitglied hat so 4 bis 5 Einzelshots gehabt, wenn nicht sogar mehr. Und jedes Mal hat man dann an einer gewissen Stelle, ich glaube beim zweiten Refrain, standen dann 2 andere von uns, die dann eben die Geldscheine geworfen haben. Und weil wir halt eben kein Budget haben und kein Personal und keine Crew, mussten wir jedes Mal das Geld aufsammeln. Und ja, so geht's. So kann man auch einen Tag verbringen. Ja. So viel dazu, wie es Musikvideos halt auch mal laufen können. Aber der Song ist trotzdem gut. Ja, dafür ist aber auch der Song ziemlich scheiße. Das wollte mit dem Kanal. Absolut. Das war doch ein Spoiler. Das hast du schon Spoiler. Ja, okay. Und das sollte ja die Überraschung sein, wer so weit gekommen ist auf dem Album. Ja, stimmt. Ne? Ihr habt es, ja genau, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es bis zum 9. Song geschafft. Ist doch der 9. jetzt, ne? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid immer noch dran. Amazing. Was stimmt mit euch nicht? Und damit wollen wir jetzt beschließen. Emotion,